Hallo Leute, weiter geht es bei der Spezialdemo von Pokémon Sonne und Mond. Wir haben bereits drei Pokémon fotografiert und zur Beendung der Prüfung brauchen wir noch ein viertes, das ganz bestimmt hier draußen ist. Vermute ich mal. Warum ich das weiß? Keine Ahnung. Aber sieht halt echt schön gemacht aus hier. In der Nähe ist die Präsenz eines Pokémon zu spüren. Ah, jetzt bereits. Okay, ich dachte, ich muss es besser finden. Da steht es doch. Das sollte ich jetzt nicht sehen von hier aus, oder was? Oh-oh. 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 Ist ja gut. Ich dachte, es kommt jetzt ein anderes. Eine noch höhere Entwicklungsstufe, aber scheinbar nicht. Was? Herrscher! What the hell? Besondere Aura und so steigt seine Spezialverteidigung. Oh, shit. Das ist jetzt gar nicht mal so cool. Das ist jetzt echt gar nicht mal so cool. Ja, davon habe ich auch gelesen, von diesen Herrscher-Pokémon. Aber was das genau bedeutet, ich weiß es nicht. Ich versuche halt mit normalen Attacken anzugreifen und nicht mit... speziellen. Shit, er erhöht seine Initiative. Ist leichter geworden. Und er ruft Mitstreiter. Ja, leck mich doch. Wuppels, ja super. Ich denke, ich muss zuerst das Herrscher-Pokémon loswerden. Ah, seht ihr, da stand sogar sehr effektiv. Gegen das Pokémon hier, aha. Aber ich würde zuerst gerne das Herrscher-Pokémon loswerden, unbedingt. Unbedingt. Shit, es reicht nicht ganz. Es wird noch schneller. Aber es wird dein letzter Angriff werden. Schnüffler, ja, mach das ruhig. So, Pikachu. Donnerblitz und hau dieses Herrscher-Pokémon weg. Au, kopflos, könnte wehtun. Ah, tut weh. Nein! Zurückgeschreckt. Uncoole Sache das. Shit. Shit, wir verlieren Pikachu gleich. Wisst ihr das? Naja, wir haben unser Quachuzu, nicht wahr? Tschüss, Pikachu. Nein, es verstärkt seinen Angriff. Oh, wollt ihr mich verarschen? Könnte ein Problem werden, wisst ihr? Das erste Pokémon muss jetzt drauf gehen. Aber wie am besten? Ja, komm, Wasserschuken. Wobei, das linke Pokémon könnte ich gleich erledigen, so nehme ich an. Ich bin sogar schneller, shit! Ich hätte das andere Pokémon angreifen sollen, egal. So ist immerhin das Vieh weg. Tschüss, Hundchen. Was machst du? Ist von der Macht der... Was? Freundschaft... Was? Ah, die Fähigkeit von Quachuzu. Okay. Ashform. Ashform. Ich weiß nicht ganz, was ich jetzt von der Ashform halten soll. Ganz im Ernst. Es sieht komisch aus. Und warum sollte ein Pokémon sein Äußeres ändern? Können. Weiß ich nicht ganz. Ah, wir haben den Kampf gewonnen! Herrscher-Pokémon wurde besiegt. Und Quachuzu erhält ein Level Up. Dankeschön. Ja, okay, ist gut. War das so gescriptet, dass Pikachu nichts ausrichten kann? Damit man jetzt diese Entwicklung sieht. Kann gut sein. Ja, du hast tatsächlich das Herrscher-Pokémon besiegt, San. Du bist eine echte Wucht. Wow, und wie es aussieht, hast du auch von allen vier Pokémon einen Schnappschuss gemacht. Einschließlich des Herrschers. Sehr schön. Das heißt, du hast die Prüfung bestanden, San. Herzlichen Glückwunsch. Und als Belohnung bekommst du diesen Z-Ring. Aha. Ist mehr so ein Armband statt ein Ring, aber ist egal. Nur so. Ich meine ja nur. Okay. Aber ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, das ist der sogenannte Z-Kristall. Den braucht's auch noch, weil ansonsten ist der Ring Schwachsinn. Vermutlich. Des Typs Elektro. Auch Voltium Z genannt erhalten, okay? Wenn du einen Z-Ring und einen Z-Kristall hast, können deine Pokémon bessere Attacken einsetzen. Die sogenannten Z-Attacken. Aha. San? Ah, Tali kommt. Wow, ein Z-Ring. Du hast die Prüfung also bestanden, hä? Glückwunsch. Ich habe gleich noch eine Prüfung für dich. Schau mal da hinten. Ah, diese Penner schon wieder. Na super, mein Pikachu ist besiegt.
So sehe ich die Z-Attacke gar nicht. Ich hätte total vergessen, dass ich dir meinen Supertrank gegeben hatte. Da blieb nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen, um hier zu fliehen. Yo, Sis, da bist du endlich. Wow, Swag ist Mädel, nicht wahr? Ich bin Fran, Vorstand von Team Skull. Ihr habt echt einen Swaggen-Sound, muss das sein? Du musst Sun sein. So siehst du also aus. Du bist wirklich wie jemand, der weiß, was er tut. Sie geht wieder. Was? Sis, du kannst dich nicht einfach wieder abhauen. Was wird denn aus unserer Rache, hä? Yo, ohne dich sehen wir alt aus, Sis. Los, lass uns hier bitte nicht hängen, Sis. Yo, Mann. Wie ihr wollt. Rache ist süß und Teil meines Jobs. Heile meine Pokémon, bitte. Sun, nur keine Angst. Das Pikachu, das ich dir gegeben habe, kann die Z-Kraft benutzen, aber vergiss nicht, dass sie pro Kampf nur einmal eingesetzt werden kann. Ich bin schon gespannt, wie deine Strategie aussieht. Lässt du sie mit Katschutzus Wasserschinuken baden gehen oder verpasst du ihr eine satte Ladung von Pikachus Z-Kraft? Nun, ne? Er wird gleich nur einen einzigen Tipp brauchen, und zwar, wie man mit einer Niederlage umgeht. Deine Schminke sieht scheiße aus, Fred, weißt du das? Eure armselige Z-Kraft reicht nie im Leben, um ein Pokémon zu plätten. Darf ich mein Pokémon vielleicht noch heilen? Wie wäre das denn? Scheinbar nicht. Okay, dann halt nicht. Vorstand fordert dich heraus. Jetzt zum Glück nur ein Pokémon. Ein Golbat! Okay, da wäre es natürlich Pikachu der Wahnsinn. Ah, Pikachu lebt wieder! Ah! Ah! Danke, liebe Demo. Das ist schön. Okay, was kann ich jetzt einsetzen? Hier, die Z-Kraft. Schauen wir uns selbstverständlich an. Gigavolt Funkensalve natürlich. Pikachu hüllt sich in Z-Kraft. Pikachu nimmt all seine Kraft zusammen und setzt eine Z-Attacke ein. Gigavolt Funkensalve. Das sah schon beeindruckend aus. Und Golbat hat natürlich keine Chance. So, Fran. Na gut, ich geb's auf. Du hast gewonnen. Wow, über 4000 Poké-Dollar, die mir überhaupt nichts bringen hier. Schade. Wie war nochmal dein Name, hä? Sun? Respekt, du hast echt was drauf. Bei unserem nächsten Treffen kommst du mir nicht mehr so leicht davon, nur dass du es weißt. Ich freue mich oft auf dein Wiedersehen. Tschüss, Kleine. Jetzt hör mal gut zu, du Knalltüte. Du kannst echt von Glück reden, dass unsere Sis Mitleid mit dir hat, weil du gerade erst nach Alola gezogen bist. Sie ist halt so, unsere Sis. Ja, verpisst euch mal. Hey, yo, Sis, nicht so schnell, Mann! Warum sitzt Pikachu auf meinem Kopf? Das war eine echt astreine Vorstellung. Und natürlich auch vielen Dank, dass du Sun geholfen hast, Pikachu. Pikachu kehrt zu Professor Kukui zurück. Schade. Du hast echt total drauf, Sun. Sun, aus dir wird mal ein ganz großer Trainer. Wenn du den Pokémon ihre Kraft entlockst und die fantastischen Attacken, die du einsetzt, einfach sagenhaft. Ich will auch ein ganz großer Trainer werden. Dann solltet ihr euch bei der Inselwanderschaft am besten mächtig ins Zeug legen. Hey, Sun, jetzt wo die Prüfung hinter dir liegt, kann ich dir den Malasada-Laden zeigen. Ja, zeig mal, obwohl ich den schon gesehen habe. Eine tolle Idee und das Willkommensgeschenk. Geht alles auf meine Rechnung. Oh, super. Wow, klasse. Dann sollten wir jetzt auch Sans Mutter mitnehmen. Ich werde alle Maladas im Laden verputzen. Bis auf den letzten Krümel. Ja, das will ich sehen. Ich will aber auch einen testen, weil ich nicht weiß, ob das... Wir speichern erstmal. Wow, sah schon sehr schön gemacht aus, der Trailer, muss ich sagen.
Und man hat Bouts gesehen. Mehr Abenteuer erwarten dich in der Vollversion. War's das schon? Das war's jetzt schon? Echt jetzt? Okay, die Demo bei Omega Rubin und Alpha Saphir dauerte wesentlich länger. Drücke Start. Nee, es geht bestimmt noch weiter. Ja, tut das, na also. Wollte schon sagen. Hallo Sand, nochmal Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Hier, das ermöglicht es dir, Pokémon zur Fortbewegung zu nutzen. Was? Pokémobilfunk. Also ein Handy halt. In Alola lassen sich die Menschen von Pokémon durch die Gegend tragen und beim Durchqueren von unwegsamem Gelände helfen. Du solltest es unbedingt selbst ausprobieren und in Windeseile auf einen Pokémon durch die Gegend düsen, während es dabei brüchige Felsen zertrümmert. Tauros kann per Funk herbeigerufen werden. Cool. In der Bedienungsanleitung steht, mit dem Y-Knopf aktiviert man den Pokémobilfunk, mit dem B-Knopf den Tauros Rambok. Aha. Der Pokémobilfunk kommt samt Reitausrüstung. Mit der Unterstützung von Tauros kannst du völlig neue Gebiete erkunden. Schau doch mal beim Tenkarat-Hügel vorbei, es lohnt sich bestimmt. Wenn du mich brauchst, findest du mich gleich hier im Pokémon-Center. Lass mich raten, meine Pokémon sind geheilt. Was steht da unten? Nintendo eShop, Pokémon Sonne und Pokémon Moons. Video ansehen. Spezialvideo wird abgespielt. Ich möchte die Demo noch nicht verlassen eigentlich. Aber ich könnte mir da unten ein Video ansehen. In den eShop will ich ja eigentlich nicht, das wäre ja Schwachsinn. Halt, ich muss zuerst Tauros rufen. Holy shit, wie geil. Was? Sag mal, bist du zum Tenkarat-Hügel, hä? Ja, klar. Gut, dann bringe ich dich gleich dorthin. Ich habe einen Tauros, ich bin schneller da, als du was tun kannst. Aber ich will mir jetzt doch noch das Video ansehen, verdammt. Den Rest machen wir nachher. Oder ist es das Video, das wir ja bereits gesehen haben? Ja, ist es. Okay. Okay, okay, okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich kann es nicht mehr abbrechen. Super. Shit. Ich kann es nicht mehr abbrechen. Egal, sehen wir es uns nochmal an. Es sieht ja doch echt schön aus. Die Kanten sind nicht so schön geglättet, wie es sein könnte, aber daran störe ich mich jetzt eigentlich nicht. Nee, definitiv nicht. Es sieht schon echt schön gemacht aus. Ja, mehr Abenteuer, bla bla blubs. Ich weiß, danke. Ja, ich weiß, wann es das Spiel zu kaufen gibt. Werde ich selbstverständlich auch tun. Aber jetzt würde ich gerne weiterspielen. Darf ich eine Taste drücken, vielleicht? Hallo? Hallo? Jetzt. Wo kann ich jetzt weiterspielen? Ah, okay, hier. Okay, hier. Dann passt es ja. Okay, wir rufen nochmal Tauros. Zack. Und dann rasen wir nochmal zu diesem Hügelgebirge-Dingens da. Ja, bring mich da hin. Und dann setzen wir den Zertrümmerer ein. Es wäre natürlich schön, wenn man keine VM dafür mehr benötigen würde. Was? Ah, so funktioniert es. Ich muss auf der Taste bleiben. Ach so. Was willst du hier? Hallo, hast du Lust an der Fangherausforderung teilzunehmen, wo du dir ein Pokémon nach dem anderen schnappen kannst? Klar doch. Das war genau die Antwort, die ich hören wollte. Bei der Fangherausforderung kommt es darauf an, mit einer begrenzten Anzahl an Pokébällen möglichst viele Pokémon zu fangen. Pokémon, die du gefangen hast, kannst du deinem Team hinzufügen. Wechsle dein Pokémon mit Verstand ein, um möglichst viele weitere Exemplare zu fangen. Für die Dauer der Fangherausforderung darfst du diesen Bereich übrigens nicht verlassen. Die gefangenen Pokémon musst du außerdem nach der Herausforderung wieder freilassen. Na super. Wenn dir die Bälle ausgehen oder keine Lust mehr hast, dann sprich mich an. In diesem Sinne, möchtest du Pokémon fangen? Ja, klar. Hier sind die Bälle, mit denen du Pokémon fangen kannst. Oh, tschüss, Tauros. Schade. Du hast ein paar Pokébälle erhalten. Ein paar. Nun gut, versuchen wir es. Ich hoffe mal, ich töte nicht gleich alle Pokémon mit meinem Quachutsu. Ja, darf ich mich selber bewegen? Nein, ich will... Oh, du auch noch. Dann wollen wir mal sehen, was für eine Figur du bei der Fangherausforderung abgibst, Sand. Genau, als Pokémon-Trainer kannst du wilde Pokémon fangen. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wie man das anstellt. Also pass gut auf. Ernsthaft? Glaubst du wirklich, ich weiß nicht, wie man Pokémon fängt?
Nun ja. Ich denke, das kriege ich alleine hin, Mr. Kukui. Ja. Ja, du setzt da Kampf ein und so, und dann setzt du Tackle ein, um das Pokémon zu schwächen. Ja, ist mir klar. Du kannst natürlich gleich mit einem Angriff perfekt schwächen. Ja, ist klar. Hm? Natürlich. Ich meine, warum auch nicht? Ja, jetzt wärst du ein Ball. Warum steht da nicht, wie viele... Ah, da steht... Du hast natürlich 50 Bälle, ist klar. Ich habe bestimmt nur 5 oder so bekommen. Und lass mich raten, es sitzt. Ja, passt. Schön für dich, dass du ein Pokémon gefangen hast. Ich habe noch keines. Es kommt zwar vor, dass wilde Pokémon Menschen aus dem Hinterhalt angreifen. Doch hast du es erst mal eins gefangen, wird es sich als starker Weggefährte entpuppen. Also gut, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Fangherausforderung. Ich drücke dir die Daumen. Jo, dankeschön. Aber bevor wir unsere Pokémon... Was? Dann wollen wir doch mal sehen, wie viele Pokémon dir ins Netz gehen. An die Bälle. Auf die Plätze, fertig. Los. Nee, erstmal würde ich sagen, das war's mit diesem Part von der Spezialdemo von Pokémon Sonne und Mond. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Gleich geht's weiter. Macht's gut oder besser. Tschüss.